Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt Burger. Ich kann euch nicht sagen, ob es Smashburger ist oder regulär, gell? Stand jetzt so nicht auf der Karte, aber es sah nach Smashburger aus. Und die sind sehr von sich überzeugt. Also die sind noch nicht auf der Karte, kennt noch keiner, aber auf der Webseite. Mein Gott, die hypen sich, die pushen sich. Die nennen sich die beste Burger der Welt. Münchens Nummer 1 Burger. Das ist eine Ansage, Digga. Das ist eine Ansage, das habe ich gesehen, musste ich abchecken. Herzlich willkommen bei Premium Burger, allein der Name schon. Dem exklusiven Burgerladen im Herzen von München. Digga, wir sind hier gar nicht im Herzen von München. Ich wohne im Norden, paar Stationen vor der Endstation. Und wir sind hier paar Stationen vor der Endstation von der anderen Seite. Unsere Vision reicht weit über den kulinarischen Genuss hinaus. Wir schaffen ein Erlebnis, das selbst die anspruchsvollsten Gaumen der High Society begeistert. Bei uns ist Qualität nicht nur eine Kunst, sondern ein Versprechen. Jeder Burger, den wir servieren, ist ein handgefertigtes Meisterwerk. Unser engagiertes Team besteht aus kulinarischen Virtuosen, die sich leidenschaftlich der Perfektion jedes einzelnen Burgers widmen, um selbst die anspruchsvollsten Geschmacksknospen zu verwöhnen. Tauchen Sie ein in die Welt der Raffinesse und erleben Sie die unübertroffene Premium-Qualität unserer Burger. Klingt geil, oder? Das ist eine Ansage, oder? Die sind von sich überzeugt. Sehr, sehr viel Auswahl. Normale Burger, Chicken Burger, Fingerfood, Wraps, Salat. Ich glaube, die machen auch viel Lieferservice, weil hier ist nicht so viel Platz. Es gibt auch Cocktails, aber von der Location her ist es nicht so Cocktail-Feeling-mäßig. Ich finde nicht, dass das so angepasst ist. Ist halt echt so schnellimbissmäßig, Lieferservice-mäßig. So. Da vorne sehe ich doch ein schönes Plätzchen, wo wir den testen können. Also ich habe irgendwann die Mikrowelle gehört. Bin ich doch mal gespannt. Pommes. Pommes-Track. Erinnert ihr euch noch, was ich euch vorgelesen habe? Dass es Virtuosen sind? Digga, das war ein Kollege. Ey, nett, korrekt, aber das waren keine Virtuosen. Ah, da ist Pommes mit dabei. Okay, das ist ein Bonus. Ah, das ist halt typisches Lieferservice-Feeling. Wo ist hier Gourmet? Wow. Ist normal, ist lecker. Aber was vorgelesen wurde und was ich bekomme, also immerhin ist das sehr groß. Ey, das ist die Definition von Lieferservice-Burger. Bann sieht so traurig aus. Wo ist das Gourmet bitte, Mann? Bruder. Ich glaube, das ist die dreiste Werbung oder Selbstinszenierung. Kein Wunder, dass hier noch kein Foodblogger, Foodinfluencer war. Bro, mein Gott, ey. Auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Ich kann den nicht mit einem normalen Burger vergleichen. Ich musste mit einem Lieferservice-Burger vergleichen. Es gibt nicht viel zu sagen. Brot wack. Fleisch wack. Salat, Gemüse fresh, immerhin.
Dasselbe hätte ich auch bekommen können von irgendeinem Pizza-Lieferservice, der auch Burger anbietet. Das sagt schon alles, oder? Fertig, Leute. Das zum Händewaschen, zum Glück. Nicht mal das hier hat getaugt. Ey, das ist ein Burger. Freitag oder Samstagnacht. Nach 0 Uhr. Du hast noch Hunger, du willst was bestellen. Und das kommt an. Was an sich kein Problem ist, wenn man weiß, was einen erwartet. Aber, Digga, du kannst dich doch nicht selber so pushen und hypen. Und dann bietest du sowas an. Ey, nach so einem enttäuschenden Burger brauche ich erstmal einen gescheiten. Na, no, okay. That's for you. Geister. Das ist irgendwie special. Das sollen wir mal testen hier. Double Cheese Smash. So. Check mal die Pommes ab. Sehr knusprig. Aber noch fleischig. Digga, sah der immer so mächtig aus hier. Puh. Geiles Aroma. Geiles Fleisch. Ich komme von der Smashburger Tour aus Berlin. Ich muss sagen, da brauchte ich nicht zu verstecken. Also rahmentechnisch gibt es große Unterschiede. Da ist Berlin viel, viel krasser. Döner-technisch natürlich auch. Aber Smashburger-technisch. Stark. Kann man erwähnen, kann man immer wieder hier. Was soll ich zu so einer dreisten Marketingaktion Anzeige sagen? Klar, man muss sich ein bisschen selbst inszenieren. Online wird alles so aufgebauscht, verschönert. Aber wie dreist kann man sein? Was für ein Gourmet-Burger. Das war unterdurchschnittlich. Das war ein Lieferburger. Mein Gott, ey. Ich wurde noch nie so hops genommen. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sehen uns in den Minen.